Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Psychologie. Hier ist noch ein kleines Experiment für euch. Nehmen wir mal an, ihr hättet noch ein bisschen Geld übrig. Und diesmal habt ihr euch vorgenommen, das Geld nicht einfach wieder im Spielcasino zu verprassen, sondern diesmal habt ihr euch vorgenommen, na, jetzt mache ich alles anders, jetzt mache ich alles besser. Diesmal verzocke ich das Geld im großen Stil. Diesmal kaufe ich Aktien. Also geht ihr zum Investmentberater eures Vertrauens und der sagt euch dann, ja, ich habe hier 6 hervorragende Angebote rausgesucht. Im Grunde sind bei allen die Erfolgschancen gleich groß. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach aus dem Bauch heraus entscheiden, welche Aktien ihr nehmen wollt. Mal angenommen, ihr müsstet euch für 3 dieser 6 Aktien entscheiden. Welchen Aktien würdet ihr am ehesten vertrauen? Also wo sagt euer Bauchgefühl, ja, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Schaut euch das ganz genau an. Ihr könnt euch auch nochmal umentscheiden, wenn ihr wollt. Letzten Endes geht es nur darum, was fühlt sich am besten an. Habt ihr euch für 3 entschieden? Okay, dann würde ich jetzt mal ganz stark vermuten, dass ihr euch für diese 3 hier entschieden habt. Und einer der Gründe, warum ihr euch dafür entschieden habt, ist sicherlich der sogenannte Mere Exposure Effekt. Zu Deutsch der Effekt der bloßen Darbietung. Ein in der Psychologie sehr gut bekannter und in unzähligen Studien nachgewiesener Effekt, der besagt, dass uns Dinge, wenn sie uns häufiger dargeboten werden, wenn wir sie häufiger sehen oder hören, sympathischer werden. Wenn ihr euch diese vermeintlichen Aktien anschaut, dann stecken in denjenigen, für die ihr euch entschieden habt, bekannte Buchstabenkombinationen. Wohingegen die anderen 3 doch sehr ungewöhnlich sind und so in dieser Form, in dieser Reihenfolge, in der deutschen Sprache eigentlich so gut wie nie anzutreffen sind. Aus evolutionstheoretischer Sicht macht der Mere Exposure Effekt übrigens absolut Sinn, denn bei allem, was unbekannt ist, ist auch unklar, wie gefährlich das Ganze ist. Wenn wir also jemanden schon 10-mal gesehen haben und 10-mal war das eine ganz normale, freundliche Interaktion, dann können wir diese Person als ungefährlich einstufen und er wird uns dann aufgrund dieses Mere Exposure Effekts deutlich sympathischer als jemand, der jetzt vielleicht ganz neu zur Gruppe hinzustößt und den wir noch nicht so wirklich kennen. Wir wissen noch nicht genau, wie reagiert der, wenn wir dieses oder jenes sagen. Ja, den anderen kennen wir schon, auch wenn der vielleicht weniger interessante Informationen hat, aber den kennen wir schon, da wissen wir genau, woran wir sind. So viel also nur als kurzer Vorgeschmack auf das, was uns im Zusammenhang mit dem Mere Exposure Effekt noch begegnen wird. Wir werden zum Beispiel sehen, dass er eine große Rolle dabei spielt, warum Politiker sich gerne auf Wahlplakaten sehen, warum wir Lieder, die wir eigentlich zunächst gar nicht so gut fanden, aber wenn wir sie 2, 3, 5 oder 10-mal nebenbei beim Autofahren im Radio gehört haben, dann finden wir diese Lieder auf einmal ja gar nicht mehr so schlecht. Ähnliches gilt natürlich auch für die wiederholte Darbietung von Produkten und Produktnamen in der Werbung. Auch hier spielt der Effekt eine Rolle, dass wir dann, wenn wir im Supermarkt vor der Wahl stehen, nehme ich jetzt das Markenprodukt oder nehme ich das No-Name-Produkt, dass wir uns dann eher für das entscheiden, was wir schon häufiger gehört haben, da es uns einfach vertrauter und vertrauenswürdiger erscheint. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar, wie gut das Experiment bei euch funktioniert hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.